Es gibt noch einen Schwierigkeitsgrad höher. Ich spiele ja nur auf normal. Five missed messages. I'll listen to them later. What is this place? Looks like the Queen is hiding in an abandoned theme park. Be careful. It's been years since our last tetanus shot. Feinde, einige starke Gegner können so lange Treffer einstecken, bis sie betäubt sind. Weiche im richtigen Moment aus RT und L, um sie stolpern zu lassen. Dadurch sind sie betäubt und sie können angegriffen werden. Also irgendwie funktioniert A zum Überspringen nicht. Ah, okay, also so ähnlich wie der kleine Boss vorhin. Sehen, ich bin cool. Kaugummi spucken. Fixiere Gegner für kurze Zeit, drücke L, T, A und L, um Kaugummi zu spucken. Ach so, L die Richtung angeben. Ekelerregend. Wie viel Kaugummi kann ich denn spucken? Warum willst du die... Ah, jetzt. Die Fliege nicht. Wie spielen Klassiker? Das ist heute rausgekommen. Der Klassiker ist alt. Ach, das sind die beiden Punkte oben. Spuckschuss. Kaugummi kann nicht nur gegen Feinde eingesetzt werden. Drücke L, T, A, L, um Kaugummi auf markierte Ziele. Wer weiß, was dann passiert.
Okay, das Vieh da oben scheint es nicht zu sein. Weil es gefragt wird nochmal, natürlich habe ich die alte Version gespielt. Ich hatte es auf dem NES als Original. Was? Geistige Arbeit? Ist das ein Spiel, das du vermisst hast und dir Spaß macht vom Gameplay? Es ist Battletoads. Darauf wartet die Welt seit 29 Jahren. Es spiegelt auch wieder, wie alt ich bin. Ach, der frisst das Kaugummi, weil ich auf ihn spucke. Zungenringe. Nutze deine Zunge, um dich durch die Welt zu bewegen. Wenn du einen Ring siehst, kannst du LTB drücken und L einsetzen, um dich mit der Zunge dorthin zu ziehen. Ah, man kann dann auch zwischen vorn und hinten wechseln. That is a nice-looking spaceship. I'm just relieved it's not another ambush. Yeah, how come there's never anyone around here until they want to fight and then they magically appear? Some things we'll just never know, Rash. And some will just have some really, really loose justification. Es ist übrigens keine Neuauflage der Geschichte von früher. Also es ist wirklich eigentlich ein Nachfolger, der aber halt nur Battletoads heißt, weil... Ja. Was will man machen? Ein Neuanfang.
ist ja eigentlich eine Spielart, die es gar nicht mehr so häufig gibt, ne? So diese Prügler. Dabei hat man früher viele solche Spiele gemacht. Vor allem, um Leute an Spielautomaten die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Bart Against the World, glaube ich, war ja damals auch so ein Prügler. Also das Simpsons-Game. Das war eigentlich auch ganz cool gemacht. Street of Rage 4 kam vor ein paar Wochen aus. Das ist, ja, trotzdem, aber im Vergleich zu früher ist der Markt sehr überschaubar. Danke für die 25 Bits. Moment, Krone. Stern. Das ist der Strick. Aber was ist gemeint mit den beiden, mit der Geraden, mit den beiden Punkten? Ah, das war richtig. Und ich habe irgendwo einen übersehen schon. Ach ja, stimmt, der hat den Stab in der Hand. Und auch wenn das gerade mit dem Battlen vielleicht bei mir relativ entspannt aussieht, man muss halt schon aufpassen. Geisterhaus. Oh, jetzt stress mich nicht hier. Weil viele, ja, die greifen mich einmal an, da bin ich, oder ich werde einmal getroffen, da bin ich tot. Deshalb ist Ausweichen schon irgendwas A und O. Oh,
Moment. Warum hast du denn darauf keine Combo? Die anderen haben doch darauf Kombos. Oder bist du zu dick und klobig? Ah ne, da war's. 4 Schläge. Hallo Blattgul. Aber warum gibt's denn hier unten noch diesen Schalter? Der Dicke kommt mir immer so träge vor. Und er ist auch träge. Mehr. Tschüss. Na komm. Ja, so war das. Aber trotzdem nur Stufe B. Das sieht aus, wie er von hinten nach vorne kommt, ey. Thank you.
Oh, komm schon, ey. Hat er mich wirklich noch getroffen? Ich dachte, wir können vielleicht mit Achterbahn fahren. Also ich glaube, der ist zwar langsam, aber ich glaube, der macht mehr Schaden bei den Gegnern. Ach du Scheiße. Der war sofort down. Da kommen Ramsa alle einfach weg. Alle Ballons erwischt, aber trotzdem zwei von denen weg. Also beziehungsweise zwei von den Sammelgegenständen nicht gefunden. Bewegliche Gefahr, ausgelöste Gefahr, Auslöser, Flagge hacken. Ach. Sie spielen eigentlich Frogger. In einer speziell schwierigen Phase, weil da hinten kommt dann irgendwann ein Zeitfenster. I maybe sits, but you're the one getting popped. Abschnitte nehmen zu. Zeitlich.
Vor allem sieht man, wie viel Potenzial bei den Kombos und bei den Punkten noch nach oben sind. Also ich habe keine einzige S-Wertung bekommen. Vom Anfang bis Ende des Levels. Yeah, but I didn't expect any. Guys, gonna need another Zitz Blitz. Ich bin ja gelernt in sowas durch Terminator Resistance, obwohl es schon ein bisschen anders ist. Spacebar, Spacebar, Spacebar. Lass mich raten, das da hinten geht nie wieder auf. Ach du Scheiße. Okay, das geht auf, wenn ich hier drauf auf dem Checkpoint stehen bleibe. Da muss ich in einer gewissen Zeit den Abschnitt schaffen. Hacking Mode. Cutting the fingers off of my gloves. Das sind doch die Frösche, die bei Shovel Knight auftauchen. Das sind die Frösche, die ihr eigenes Spiel auf dem Super Nintendo hatten, auf dem NES damals und auf dem Mega Drive. Und die wahrscheinlich bei Shovel Knight auftauchen, weil sie für alle Zeiten, man hatte nicht gedacht, dass sie nochmal ein neues Spiel bekommen. Richtig, und es sind Kröten. Aber das ist nicht schlimm, weil sie auch im Spiel manchmal Frösche genannt werden, weil sie nicht als Kröten erkannt werden. Und ja, an Double Dragon erinnert sich noch, weil es einfach aus der Zeit ist, wo solche Spiele viel gemacht wurden. Und Double Dragon ist ja auch nur eine weitere Reihe, die, sag ich mal, Side-Scroller, wir kloppen alles kaputt, Spielen angehört. Achso, der entzündet die Oberflächen auf dem Boden, also beziehungsweise das Wasser wird durch den elektrifiziert. Also eigentlich haben die Kröten angeblich in der Simulation gekämpft seit Jahren. Da ist der Plot hier am Anfang und jetzt sind die erst in der wahren Welt. Warum ist das eigentlich wichtig, weshalb du kämpfst, sondern dass du kämpfst? Au. Ja, die kämpft gegen die Königin. Theoretisch sind wir auf dem Weg zur Königin. Beim Gucken, was so gedacht ist. Ach so, dann geht das. Dann will das, glaube ich, so haben. Hm?
seid ihr denn für Kaputte? Es ist übrigens so unübersichtlich, wie man es gerade auch fühlt. Durch das Verklebtsein mit dem Kaugummi ein bisschen verlängern können. Einzige, was mir bis jetzt so ein bisschen auffällt, ist, dass es gar nicht so viele Situationen gibt, wo der Special Move Sinn macht. Also wo diese, klar, du schlägst ja Kombos durch, aber zum Beispiel hier mit dem Schwein, worauf du reitest, oder den die Luft schleudern, die Gegner. Da fehlt mir ein bisschen so die, die Sinnhaftigkeit. Weil du kommst halt viel besser klar, wenn du einfach nur den normalen Schlag durchziehst. Ist vielleicht schadenstechnisch nicht das Optimum. Weil ich finde, die anderen Sachen lenken auch voll ab. Auch wenn die jetzt stärker sein soll oder was auch immer. Also müssen die ja sein. Weil wo sollen sonst die Kombo-Punkte herkommen? Thank you.
Aber irgendwie kommen mir die auch bekannt vor, hier diese Eisverkäufer oder was das sein soll mit den Eistüten. Also jetzt nicht von Battletoads, aber deren Fresse. Irgendwo kommen die mir bekannt vor gerade. Cool, du hast Leute verprügelt. Okay, back to, you know, what are we doing again? I'm gonna puke. Fighting is harder than I remember. Oh, swallowed it. Yeah, I got this. Und wieder irgendwo einen übersehen. Ja, Kacke. Du hast auch manchmal einfach nicht die Reaktionsgeschwindigkeit, beziehungsweise alle im Visier zu halten. Kann aber auch sein, dass ich einfach nicht den Überblick habe, weil ich ein bisschen nah an einem relativ großen Monitor sitze. Man wird halt alt. Ne. Sag ich dazu. Einfach nur ne. Wenn ich alt bin, mache ich nur Funtainment. Oder rundenbasierte Spiele. Richtig, wo ich mich nicht mehr stressen muss. Wo ich einfach nur entspannen kann dabei. Get, 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 get
Der Gag ist ja auch noch, wenn du zu mehreren spielen würdest, du siehst ja sogar, auf wen der feuern würde, weil er kurz das Bild einblendet von der Person. Boah, wenn ich alt bin, noch Point-and-Click-Adventures, wo ich dann davor stehe und dann denke, Rätsel. Egal, gucke ich mir noch Wimmelbilder an. Ich habe übrigens heute mal Zugang für Wasteland 3 bekommen. Oh, ich glaube, ich könnte wirklich zeitlich bedingt sterben gerade. Krass! Kröten gegen Flöten. Darf Westen euch zeigen. Es ist ein bisschen komisch von den Embargos. Ich wollte morgen nochmal zurückschreiben, obwohl das wahrscheinlich keine Änderung hervorführen wird. Boah. Weil Reviews 2 Tage vorher gezeigt werden dürfen. Und Video on Demand. Und dann 2 Tage später darf gestreamt werden. Und zwar erst am Release-Tag, wenn ich das richtig gesehen habe. Boah, gehen die mir auf die Eier gerade. Vor allem hier diese komische Popcorn-Head-Geschichte. Nein, du musst erst den Blitztypen ausschalten. Das macht einfach mehr Sinn. Weil den Boden, die machen aus dem Boden einfach Energieblitz. Und ich finde, es ist schwierig festzumachen, wo man gerade steht. Ist aber Kritik auf einem höheren Niveau, weil sonst läuft ja alles ganz gut. Ist ja eine reine Gewöhnungssache.
Es hat doch bestimmt am Ende irgendwas mit dieser Ratte da vorne auf sich. Die fällt doch bestimmt in den radioaktiven Topf rein. Okay, ich werde doch ein bisschen alt. Vielleicht. Bis dann, Erdhobel. Magst etwa nicht Kröten und Zungen und Kaugummi, was man sich gegenseitig ins Gesicht spuckt? Upsala. Spacebar, Spacebar, Spacebar. Ah, floppy disk. I need a whole case of Zitzblitz. I got some hacking to do. Control Alt Delete. Yeah. Gonna need another energy drink. Ich weiß gar nicht, ob sowas damals bei der SNES-Version drin war. So, ich habe drei Dinger doch gemacht. Da sind jetzt drei Flecken auf dem Teil da oben. Ich glaube, das war nicht genug. Da fehlt noch einer. Och komm schon, ich wollte doch gerade spucken. Ah!
Und das hatte ich auch, ey. Dann bist du in dem Combo-Move drin und kannst trotzdem Schaden kriegen. Geschossen auszuweichen, nicht gerade einfach. Weil du kannst eigentlich nur nach oben und unten und nicht auf der gleichen Bahn. Warum soll ich mir Jordel hierbei vorstellen? Der ist doch gar nicht im Spiel drin. Ist doch gar keine fette Sau hier. Der einzige Vorteil ist, dass du nicht jedes Mal das Ziel bist von dem Angriff, wenn du noch mit jemandem mitspielst. Nein! Oh, Gott sei Dank, die Zeit war gerade rum. Jordel als Mitspieler, dann wäre ich noch in Stage 2.